Die beheizte Straße nennen sie diesen Winkel in Budapest. Es ist ein Platz für jene, die nichts mehr haben und die hier wenigstens ein bisschen von ihrer Würde retten wollen. Wir sind hier, weil es uns um Werte geht. Christliche Werte, europäische Werte, von denen ich in den vergangenen Jahren nicht immer den Eindruck hatte, dass sie im Ungarn der Regierungspartei Fidesz und ihres Ministerpräsidenten Viktor Orbán ohne Bedingung gelten. Hier hören wir, dass der Staat neuerdings selbst noch die Armen unterteile in Würdige und Unwürdige. Die Unwürdigen fänden nirgendwo mehr Hilfe, nur in diesem Projekt. Ungarn ist zu einem Staat geworden, dessen Regierung selbst nicht solidarisch ist, wo die Armen bestraft werden, wenn sie auf der Straße schlafen, wenn sie aus Mülltonnen essen oder betteln. Es geht um einen christlichen Wert, um Nächstenliebe, die der methodistische Pfarrer Gábor Ivanyi hier seit 25 Jahren praktiziert. Aber als sie hier vor wenigen Tagen das Jubiläum feierten, schmeckte es bitter. Ungarns Regierung hat seiner Kirche den offiziellen Status einer Kirche vor 2 Jahren aberkannt. Dabei erleben die Ungarn eine Regierung, die eigentlich nur noch christliche Werte als europäische Werte gelten lässt. Aber sie interpretiert diese noch rigider als der Vatikan. Und sie hat das Wahlrecht so geändert, dass sie ihre Sichtweise rigoros durchsetzen kann. Im ungarischen Parlament verfügt Fidesz über 2/3 der Mandate, obwohl nur 47% der Ungarn die Partei gewählt haben. Das ist zwar eine große Minderheit, aber eine Minderheit. Und im Namen dieser Minderheit kann die Partei nun die Verfassung nach Belieben verändern. Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Ich bin mit Julie Faradi verabredet. Die Journalistin bei einem der wenigen unabhängigen Radiosender fiel mir vor einigen Jahren auf, weil sie die Zustände in ihrem Land sehr differenziert darstellte. Ich will von ihr wissen, wie sich ihr Land seitdem entwickelt hat. Ja, schlecht. In einer sehr schlechten Richtung. Dieses Land ist eigentlich, ich würde formulieren, eine zerbrochene Demokratie. Es ist immer noch ein demokratisches Land, rechtlich gesehen, aber diese Demokratie ist in kleinen Teilen zerbrochen und wir versuchen immer, diese kleinen Stücke aufzuheben und miteinander zusammenzuhalten, aber es geht einfach nicht. Vor 4 Jahren hatte sie noch gehofft, dass die Europäische Union Orbán bremsen würde. Aber nein, das ist eben nicht geschehen. Orbán Viktor hatte meiner Meinung nach eine Art von Epidemie angefangen. Er war der Erste, vielleicht mit Berlusconi, der ein Gegner war, entgegengegangen ist dem, was europäisch gewesen war. Und er ist mehr und mehr stolz darauf. Mir fällt auf, dass am Parlamentsgebäude, anders als anderswo, keine europäische Flagge weht. Ich sehe nur nationale Symbole. Wenn hier ein klerikaler Nationalismus entstehen soll, dann ergibt alles andere Sinn. Die Kontrolle fast aller Medien, die unerbittliche Sicherung der Macht, die Gleichschaltung fast aller Einrichtungen, die das geistige Klima eines Landes prägen können. Europa, so denke ich, ist anders. Es braucht Vielfalt und Toleranz. Rein rechtlich hat die EU nicht viele Möglichkeiten, ihre Werte einzuklagen. Aber ich habe europäische Christdemokraten oft gefragt, warum sie ihrem Parteifreund Orbán nicht in den Arm fallen oder sich von ihm trennen. Sie haben leider immer ausweichend geantwortet. Es gibt ein Viertel in Budapest für jene, die es nicht geschafft haben. Man hat sie hier versteckt. Sie spielen für den Staat keine Rolle. Aber ist es nicht auch ein europäischer Wert, dass wir unsere Gesellschaften zusammenhalten wollen? Dass wir niemanden außen vor lassen? Das Dach von Pfarrer Ivanis Kirche trägt das christliche Kreuz und den jüdischen Davidstern. Er hat uns noch mal eingeladen. Abgrenzung, Ausgrenzung gar. Er sagt, so etwas habe sein Gott nicht gewollt. Und fast beiläufig erzählt er uns am Schluss, dass er seinen Regierungschef eigentlich ganz gut kennt. Ich habe die ersten beiden Kinder von Orbán getauft. Und weil er und seine Frau nicht kirchlich getraut waren, habe ich ihrer Ehe bei dieser Gelegenheit auch Gottes Segen verliehen. Derselbe Orbán macht jetzt seiner Kirche das Leben schwer. Treue ist auch ein Wert, denke ich beim Gehen. Und dass Werte gelebt, dass sie notfalls eingefordert werden müssen. Andernfalls
gehen sie vor die Hunde.